Schreck, was heißt das eigentlich? Brauner Rum, weißer Rum und wo ist eigentlich der Unterschied? Heute kümmere ich mich um brauner Rum gegen weißen Rum und was steckt dahinter? Fange ich mal mit den Basics an. Wenn Rum destilliert wird, dann ist der zunächst glasklar. Und zwar egal, aus was er hergestellt ist, egal, was vorher drin war, bei der Destillation kann nur eine glasklare Flüssigkeit rauskommen. Und dann triffst du als Hersteller die Entscheidung. Bleibt der so oder legst du ihn in ein Eichenfass, damit er reifen kann? Aus dem Holz des Fasses erhält der Rum seine braune Farbe und zusätzlich Aroma und Geschmack. Whisky im Gegenzug kann gar nicht in Weiß verkauft werden, muss immer gereift sein. Bei Rum kannst du es als Hersteller vollkommen frei wählen. Die meisten Menschen mögen gerade die Reifung aus dem Fass in ihrem Rum schmecken. Und wenn du einmal feststellen möchtest, wie die Basic-Aromen eines Holzfasses sich auf den Rum übertragen, dann empfehle ich dir dafür den Angostura 1919 aus Trinidad. Hier erlebst du einfache Fassnoten, ohne Spielkram, ohne Schnickschnack, einfach geradeaus und siehst auch, welches Aroma immer zuerst aus dem Fass in den Rum gelangt und das ist Vanille.